Oi, da was geht ab, Leute? Team Abelt hier. Wir sind hier vor dem FT. Ja, Mann. Ja, heute findet ja so eine Art Pegasus-Spiele-Abend statt. Pegasus-Spiele, das ist, glaube ich, eine Messe oder irgendwas. Oder also, da werden Spiele so Spielevorführung, ja. So Brettspiele werden vorgestellt und alles. Und es gibt heute auch im FT, ein bisschen kleiner als woanders, wo es halt wirklich groß sind, viele Spiele und so. Hier ist ein bisschen kleiner. Ja, gibt auch ein Poster dazu. Angekündigt heute ab 16 Uhr geht's los, geht bis 22 Uhr. Ich glaube, das machen die einmal im Jahr. Ja, und jetzt sind wir mal gespannt, was da so gibt heute. Ne? Ich kann euch mal die Räume zeigen, auch noch vom FT, wo das stattfindet. Dann gehen wir mal rein. So, jetzt sind wir im Innenhof. Links geht's eigentlich zu Yugi, ja? Und rechts geht's zu Magic. Also Yugi ist aber nur Freitag, Samstag. Genau. Falls man unter der Woche kommt als Yugi-Spieler, muss man rechts zu den Magic-Spielern. Genau, weil da ist nicht so viel los. Weil am Donnerstag, beziehungsweise so, sind die Tabletop-Spieler da. Ja, schauen wir mal rein. Servus. Aber die kannst du auch. Genau. Okay. Also es geht nach Würfeln, nach Maßband etc. Gibt es dafür auch so offizielle Turniere? Ja, natürlich. Sogar ziemlich viele. Es gibt nächstes Jahr wieder das Team Champion, Team World Championship. Okay. World Team Championship, Entschuldigung. Also schon das WTC, dann gibt es das Gobbertron, das WSC Masters, das DM. Also da kann man sich eigentlich alles aussuchen. In Deutschland gibt es allein schon extrem viele. Okay. Macht auch ziemlich viel Spaß, weil man in Deutschland eigentlich ziemlich oft unterwegs ist und ziemlich viel unterwegs ist, dass man eigentlich man lernt viel und neue Leute kennen, viel unterwegs ist. Ja, macht Spaß. Sehr cool. Ja, mit einer großen Ausrüstung. Cool, ich bin so gut. Auf jeden Fall. Sehr interessant. So, ja. Hier mit dem fettes Equipment. Ja. Ich habe glaube ich drei Spiele. Interessantes Spiel. Normalerweise hier nur Bier, aber heute. Sehr, sehr interessant, würde ich schon sagen. Gut, gehen wir mal rüber in den anderen Raum jetzt. Weil hier ist alles Hightech. Ja? So, jetzt sind wir im offiziellen Magic Rock. Genau, hier gibt es ja anscheinend montags, mittwochs, Freitag Turniere, Samstag kann man hier spielen. Also recht Ding. Heute soll auch hier diese Pegasus-Spieleabend stattfinden. Theoretisch. Theoretisch. Aber warten wir ab. Ja? Hier ein paar Spiele, die man mal spielen kann. Das ist ja alles geil. Ein paar Brettspiele kann man ja mal rausnehmen und spielen. Ja, ich habe es aber nicht gekannt. Sag mal die Tischnummern. Nein, weit unten. Im Vergleich zu Yugi. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Keine Ahnung, wie man das zusammenbaut. Aber richtig edel. Sehr interessant. So Pappe. Kaputte Pappe. Ja, kaputt, ja, aber mein Gott. Yugi ist leider nicht mehr das, was du mal war. Vielleicht kommen wir nochmal wieder hin. Ja. Wir sind noch ein paar Magic. Wir spielen gerade. Ja, interessant. Ja. Noch ein Monitor. Okay. Vielleicht ist jetzt hier jemand da von der Regel. Vielleicht. Servus. Servus. Schauen wir mal. Passt schon. Ich suche Leute, die mir
Sehr, sehr geil. Noch ein Monitor. Wie viele Monitor haben wir drüben? Null. Zero. Drei. Was haben wir da gerade bekommen? Was sagst du? Was haben wir da gerade bekommen? Das hier? Karte. Aber jeder dieselbe, glaube ich. Oder? Ja. Genau. Und was soll das für eine Karte sein? Tut mir leid, den habe ich nicht. Keine Ahnung. Geschenkt vielleicht. Also Pegasus Spiele ist ein Hersteller, oder? Pegasus ist ein Spieleverlag, richtig. Spieleverlag. Der hat eigene Spiele entwickelt mit seinen Autoren oder auch quasi Spiele aus anderen Sprachen übersetzt, die dann in Amerika beispielsweise schon mal rausgekommen sind. Okay. Genau. Cool. Das ist zum Beispiel... Deswegen sind wir auch da. Genau. Weil es interessant ist. Ja, für Familien und so ein Ziel einfach. Sind nicht alles nur Familienspiele, ja, sondern auch Fantasy-Spiele, die auch mal just for fun, man muss ja nicht immer nur die Karten kloppen, ne? Und das ist zum Beispiel ursprünglich AEG, US-Firma, wurde quasi unter Pegasus-Lizenz in Deutsch rausgebracht. Okay. Das ist ähnlich bei Heidelberger Spieleverlag zum Beispiel, die Lizenzen für die Fantasy Flight Games haben. Fantasy Flight Games ist ja auch ein sehr großer Spielehersteller. Und zum Beispiel das X-Wing verdanken wir zum Beispiel Fantasy Flight Games und die deutsche Version dann Heidelberger. Und eben anderen Spiele hier jetzt im Vertrieb vom Pegasus Spieleverlag. Cool, cool, cool. 38. Nur da ich nicht genug Zeit habe, die ganzen Spiele selber zu spielen und zu testen, kann ich sie euch leider nicht geben. Das kann ich verstehen, ja. Gibt es quasi Leute, die auch zum Beispiel auf der Münchner Spielwiesen, wo wir auch vertreten waren, diese Spiele dann demonstrieren. Und die gibt es halt hier in München und die sind dann quasi so Vertreter von Pegasus, was Spiele an Erklärungen angeht. Aber solche Leute haben natürlich noch reguläre Jobs und wenn sie da aufgehalten werden, dann das ist, klar, ja, ist leider eben das Problem, dass ein bis vier Spieler, Maus oder Null kannst du nicht schon oder
zu viert, oder zu viert, ja, mit unserer neuen Reihe TBT spielt, die bald kommen wird. Mal weiter. Wo ihr uns okay, sehen. Okay, wir hoffen, wir sind alle hin und spielen ein Spiel, oder was? Ja. Okay. Ich bin dabei. Kommst du klar, Tati? Ich kann nicht. Willst du noch mal was ausdrücken? Nee, passt schon. Scheint aber nicht so kompliziert zu sein. Könnte man echt mal als TBT spielt vorstellen. Eine Sache, die wir vielleicht im neuen Jahr auf jeden Fall angreifen werden. Auf jeden Fall. Leiden garantiert. Denn so Brettspiele oder sowas ist echt interessant. Weil die Sache ist ja die, man tut ja immer Brettspiele mit, sag ich mal, mit Gesellschaftsspielen vergleichen. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Gesellschaftsspiele sind ja im Grunde sowas wie so lustige Spiele wie Mensch ärgere dich nicht, Monopoly oder sowas, ja. Aber es gibt ja wirklich richtig krasse, gute Brettspiele, ja, Fantasy. Man, mit Strategie und so. Oder so, genau, mit Strategie. Zum Beispiel Risiko kenne ich. Ja, das ist auch krass. Richtig gute, ja. Also, erste Experte hier. Da kennen wir uns gar nicht aus. Aber wir werden sehen, ob wir uns da vielleicht auch noch ein bisschen einarbeiten können. Interessant ist es auf jeden Fall. Wenn ihr alle Monster aus dem Beutel besiegt habt und ihr habt verloren, wenn kein Turm mehr in der Mitte steht. Was? Ich setze mich einfach mal hin, damit ich nicht überreden. Ich habe es nicht verstanden. Also, ihr spielt zusammen, ihr gewinnt, wenn alle Monster aus dem Beutel besiegt sind. Okay. Ihr verliert, wenn kein Turm mehr steht. Das hier. Genau. Also die Mauern sind egal, es geht nur um die Tür. Okay. Wenn die alle weg sind, hat ihr verloren. Mhm. Jedes Monster hat Lebenspunkte, das sind diese Zahlen hier. Es hat immer die Lebenspunkte, die aktuell Richtung Burg zeigen. Also der Troll hat gerade 3, wenn man ihn angreift, hat er danach nur noch 2. Wenn ihn nochmal angreift, hat er 1. Mhm. Und wenn er tot ist, kriegt man ihn als Trophäe. Das ist nämlich das nächste Problem, ihr spielt zwar zusammen, aber es gewinnt am Ende der die meisten Monster Trophäen hat. Welches Monster wie viel wert ist, steht in der anderen Runde. Mhm. So. Der Tonzo, wie viel spielt ihr? Er spielt mit für mich. Also ich spiele überhaupt nicht mit, ich werde hier rumgefilmt. Komm mal schnell jetzt. Ja, ist ja gut. Ich kann ja auch woanders hinfahren. 1, 2, 3, 4. Ja, also wir spielen jetzt mal hier. Dann kriegt jeder 4 Handfahrt. Boah, ehrlich. Kann man das mit einer Hand spielen? Ich spiele nicht mit, dann kommen wir mal mit. Ja, wir sind zu 4. Zu 4 sind es dann? 6. Das Video dauert nicht lange. Auf diesen Karten sind meistens irgendwelche Helden drin. Die haben immer eine Farbe und einen Bereich. Also zum Beispiel darf der blaue Bogenschütze nur Monster in diesem Kreissegmenten angreifen. Der rote Bogenschütze dementsprechend nur bei Rot. Der rote Held darf in allen drei Bereichen angreifen. Warte, der rote Bogenschütze nur der rote Bogenschütze. Genau. Roter Bogen. Hier steht es. Also, okay. Cooles Spiel. Ja, ich check's ab. Aber wirklich Koop ist das dann gar nicht. Was brauchen wir denn im Jürgen? Ja, das ist Koop. Aber wenn man dann die meisten Punkte haben, ich spiele doch nicht zum Spaß. So, du ziehst ja, dann ist es genau, auf 3. Genau. Aber wir ziehen immer 2. Also jeder von uns zieht dann 2 Monster. Nein, das kommt jetzt wieder. Also, ja, nach jedem Spieler kommen 2 neue Monster. Was? Nach deiner Runde kommen 2. Nach deiner Runde kommen 2. Achso, das gibt's nicht, oder? Achso. Ja, genau. Aber es kommen nicht nach jedem Spieler 8. Das ist eine Mischung. Du hast ja auch 5 Karten, die du auslegen kannst. Wenn du Glück hast, hast du damit 5 Kobolde besiegt. Ja, wenn du Glück hast. Ja. Alter, dann bist du einfach bei Geki oder fertig. Ja, da gibt's so richtig. 3 Geki. 3 Geki oder Sturm. Ja. Ich könnte euch auch überlegen, ob ihr die Karten aufhaben wollt oder geschlossen, weil ihr eigentlich zusammenspielt. Geschlossen, ich spiele hier mit niemandem. Ey, du bist auf. Sag ich, ihr, bitte. Geil. Dann dürft ihr noch überlegen. Ist der Name gut? Keine Ahnung. Wir müssen entscheiden, ja. Also jetzt können wir. Auf jeden Fall kann ich über eine Mauer aufbauen wieder, wenn sie kaputt geht und die Mauer verstärkt. Ja, ja, Mann, Digga, ich hab einen Bombenschützen. Ich kann dir nichts geben. Aber schau mal, wenn er jetzt fertig ist, dann bin ja ich dran. Dann gehen alle rein, oder? Ja. Ja, dann bringt es ja nichts, wenn du jetzt nichts machst, oder? Dann muss ich dir das auch geben. Ja, genau. Alles andere kann ich einsetzen. Ja, gut. Dann
Alles klar. Ich check die Spieler da. Ich wette, er meint auch nur die wenigsten Punkte. Egal, ich bin für Steven. Also erstmal du. Der rote Bogenschütze kriegt weniger. Nein, musst du doch durch. Nein, der stirbt, der kriegt ihn halt. Nein, er stirbt ihn, weil er nur einen Punkt einnehmen hat. So, weil er eine Trophäe hat. Der rote Held. Wie der rote Held? Achso, der kann überall, ne? Okay, wie hast denn du gezogen, Mann? Du hast ja alles, oder? Das ist gar nichts. Dann kill doch einen von denen, die haben doch noch einen. Ja, kill die Kobolde. Aber das Problem ist blauer Held, der kann ja nur blau angreifen. Und dann treibe ich den hier zurück. Nimm die auch zurück. Weil die Karte ist extrem gut, wenn mein Monster da vorne ist. Ja. Wir wollen die gar nicht so weit kommen lassen. Ja, dann ist es okay. Warte mal, jetzt haben wir einen gekillt und gewartet. Und jetzt musst du. Genau, jetzt darfst du erstmal alle Monster eins vorschieben. Und dann zwei Okay, Tati, du bist dann Zeit, was du kommst. Der rollt, bis er eine Mauer trifft und kommt alles unterwegs kaputt. Also am besten keine 1. Eine 6. Also der geht dann kaputt? Ja, und dann hört er auch. Weg, und dann ist die Mauer noch kaputt. Die Mauer auch? Ja. Was? Ja. Aber der Ork ist was. Aber der kommt nicht zu dir. Nein, der kommt nicht zu dir. Aber der ist nicht tot. Der Ork ist tot, aber der nicht. Wieso? Der hat doch zwei da. Ja. Der macht alles kaputt. Okay. Aber da kommt noch ein Ork. Ja, ich hab's selber, Mann. Jetzt bin ich dran, oder? Nein, das hat er jetzt noch gemacht. Ihr seid geil. Okay, jetzt bin ich dran, oder? Also ich ziehe jetzt auch nicht, ne? Ich glaube, du musst sogar nochmal ziehen, bis es wirklich zwei Monster waren. Hab ich auch noch. Bin ich jetzt dran, oder? Okay. Also ich bräuchte jetzt im Grunde einen Ritter, oder? Ja, ich bräuchte ganz viele Ritter. Hast du was? Was hast du? Hast du irgendeinen Ritter oder irgendwas für mich? Ich habe einen Ritter, ich habe einen blauen. Einen blauen? Dann kann ich den kaputt machen. Du darfst nur mit einem anderen Spieler tun. Ich kann nur mit einem tun. Was brauchst du? Ja, Ritter würde ich brauchen. Also ich habe einen beliebigen farbigen Ritter. Sprich, ich kann auf jeden Fall einen killen. Also ich kann den oder den killen. Den kannst du nicht. Nein, ich hab doch. So, das ist doch nur rot und blau. Ja, ist aber scheißegal. Aber der hat dann noch ein Leben. Der hat dann noch ein Leben. Ja. Du kannst in alle drei Farben gehen. Unten ist der grüne Punkt. Achso, da ist er. Ah, ich würde den da. Nee, passt schon. Okay, hast du noch einen Ritter? Weil der nächste Runde kommt eh nicht Schwertkämpfer-Arena. Ja, down ist schon gut, mehr. Dann gebe ich dir, ja, ich krieg dir schon was. Was ist da? Ja, gib mir irgendwas. Soll ich den, hier, warte mal. Gib ihn doch diese Mauer. So, er kann die Mauer nicht machen. Ja, wir müssen die Mauer wieder aufrichten. Ja, ich kann die Mauer wieder aufrichten. Ja, dann also ich spiele sie einfach aus jetzt, oder? Gleich versterben. Ja, das ja, kann er ja machen. Gut gemacht, hat den. Und dann spiele ich meinen blauen Ritter. Dann kill ich den hier, oder? Ja. So, und dann spiele ich noch einen beliebigen farbigen Ritter, dass wir den auf 1 machen, oder? Ja, die anderen haben 1. Okay, also er hat jetzt einen Schwertkämpfer von mir bekommen, sprich, er kann auf jeden Fall einen killen. Ich habe eine Mauer verstärkt. Er macht auf jeden Fall schon mal einen Kämpfer. Scheiße, warte, dann nimm doch den. Ja, dann mache ich noch Mauerverstärkung. Oh. Jetzt bist du dran, egal. Das sieht schon lustig aus. Macht er das jede Runde oder macht das noch? Ich habe alle Karten ausgespielt worden. Was für später? Wie lange wollen wir noch bleiben? Noch eine Runde, ganz kurz. Lass mir noch einmal ziehen und dann bin ich dann frei. Okay. Sind noch andere Yu-Gi-Oh-Spieler da? Und sonst kann man nichts angreifen. Alles klar. Bin ich dran? Ja, du bist dran. Ich hab heute keine Karten. Nur weil du kein einziges Bau hattest. Ja, das ist so. Das ist echt geil, aber ich will kämpfen. Ja, okay. Ich muss auch noch fragen, dass der Bogenschütze. Nein! Bogenschütze. Super, jetzt hätte ich was killen. Ja, okay, dann bin ich dran. Ja, ich dachte, du willst tauschen. Verpestete Bogenschützen. Der eine zieht einen Ghost, aber was hat der für Laden? Also,
Ich hab Mörtel, den werfe ich ab und ziehe eine neue. Yes! Passt schon. Komm, wir räumen das Feld jetzt von hinten auf. Also, ich könnte gebrauchen einen Bogenschützen, grün oder blau, wenn jemand hat. Blauer Held, nehme ich. Ich geb dir für... Ich aber nicht geben, eigentlich. Ich geb dir einen blauen Ritter, weil... Hey, ich hab jetzt auch geholt mit dem Punkten. So, dann machen wir einen grünen Bogenschützen. Dann mache ich einen blauen Bogenschützen. Ich habe gewonnen. Ich hab gewonnen. Blauer Held. So. Was kostet dieses Spiel eigentlich? Zieh. Ist doch mit der Einleitung. Alle Monster bewegen sich im Uhrzeigersinn. Oh, geil. Auf eins, ja. Warte, die gehen jetzt mal alle eins vor, oder? Ja, erstmal im Uhrzeigersinn. Nein, alle gehen eins vor, dann zieht er doch erst. Genau. Ich hab mir noch nie eine Pumpe gemacht. Dann kann ich ja noch angreifen. Ich habe ja alle anderen Farben, die Jetzt kommt der schade. Ja, ich hab das Beste gezogen, was man ziehen kann. Ich bin echt der Beste. Nein, ich bin der King. Und? War richtig nice, Mann, muss ich ehrlich sagen. Gutes Spiel. Aber wir haben jetzt nur ein Spiel gespielt. Ja, war echt interessant auf jeden Fall. Lustig. Man kann es echt so auf Gaudi spielen, Mann. Ja. Jetzt sind wir draußen. Sogar, also, sogar mit dem Duran gespielt, war echt lustig. Mehrere Spiele konnte man nicht spielen, keine Zeit. Aber wir versuchen echt in Zukunft das zu machen. Ist echt interessant. Ja, ein Spiel dauert vielleicht im Durchschnitt so halbe bis dreiviertel Stunde. Kann man schon machen, Alter. Das war's von uns hier für mit Pegasus Spieleabend. Ja. Und Funtainment. Funtainment, richtig geil, Mann. Bis zum nächsten Mal. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten bleibt mich.